Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, jetzt sind unsere Survivor-Runden dran. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. Und hoffe, dass wir hier ein bisschen überleben werden. Während die... zwischendurch wird immer wieder geschrieben, weil mir hat eine aus dem... aus der ersten Killerrunde mit dem Trapper gesagt, ich hätte doch die Person leben lassen sollen, weil wir auch einen DC hatten und was weiß ich alles. Und Entschuldigung, ich finde, die mit dem Disconnect war sowieso so gut wie tot. Wir hatten, glaube ich, 3 Gens schon fertig. Ich glaube, 3 Gens oder 2 Gens, die sofort fertig waren. Wovon ich ausgehen musste, dass einer genauso fast fertig ist, weil es halt so schnell ging. Von daher musste ich sie töten oder tunneln, in Anführungszeichen. Ich finde immer, dass Tunneln das Dümmste ist, was man, worüber man sich beschweren kann. Und ich musste das Spiel halt verlangsamen, damit ich nicht gegen 4 Survivor antrete, die an 4 Generatoren sitzen, um die zu reparieren. Was für mich eigentlich nur logisch ist, aber naja, Survivor müssen halt immer sich beschweren. Und ja. Und jetzt kommt halt das Argument, hey, wir haben alle 100% Blutpunkte da geopfert und da ist es echt nicht nett, dass du uns da nicht, die eine nicht hast entkommen lassen. Der DC, der war sowieso, der hat nicht viel geändert, weil die Person war, glaube ich, sowieso tot am Haken. Oder wäre tot gewesen. Von daher sah ich jetzt keinen Grund, da eine kommen zu lassen. Vor allem nicht, wenn sie sowieso dafür gegangen ist, die eine vom Haken zu holen. Und ja. Ich spiele das Spiel nicht, um anderen was zu schenken, sondern halt, um besser zu werden. Und da heißt es manchmal mit mir halt gnadenlos einfach töten. Wieso habe ich einen Herzschlag, wenn er in der Geistform ist? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hi. Was ist nochmal denn, Addon, dass du in der Geistform Herzschlag hast? Was bringt dir das? War das ein Bug? Bin verwirrt. Schon erledigt. Na, kommst du? Das ist ein Addon, das dafür sorgt, dass er mehr Blutpunkte bekommt. Hi. Kannst du nicht mal andere jagen?
verstehe nicht, warum er mich anhittet, um dann wieder abzuhauen. Das gibt für mich keinen Sinn. Ich krieg dadurch nur mehr Punkte. Das verwirrt mich. Eine seltsame Spielweise. Da blick ich gerade nicht richtig durch, was sein Ziel ist. Mit Discord spielt. Das Feld hier kommt wahrscheinlich. Aber noch. Keine Attacke oder sonst was. Okay. Seltsame Runde. Hi. Okay. Nicht mal know it. Das ist alles ganz schön seltsam, was hier passiert. Was hast du vor? Na komm, die nehmen wir noch mit. Wenn einer schon raus ist, dann gehen wir auch raus. Das war eine sehr kurze Runde. Verpönen müssen wir ihn jetzt auch nicht. Gut, ja.